Pflanzenpflege entlang der Neubaustrecke Ebensfeld-Erfurt der VDE 81. Bäume und Sträucher entstehen als Kompensationsflächen, als Ersatz für das, was dem Streckenbau weichen musste. Bis die Gehölze ausgewachsen sind, werden sie gegen Wild und andere widrige Einflüsse geschützt bei Wind und Wetter. Wir haben für diesen Teil der Neubaustrecke hier durch den Thüringer Wald haben wir ungefähr 1000 Hektar Kompensationsflächen. Also das geht bis nach Bayern rüber. Christoph Mitulla ist verantwortlich für die Umweltmaßnahmen entlang der Aus- und Neubaustrecke VDE 8. Zusammen mit Kollege Helge Gorg erläutert er entlang der Trasse die große Fülle von Umweltmaßnahmen. Zum Beispiel, wie die Nistkästen für Falken an der Ilmtalbrücke entstanden sind. Und zwar gab es hier sozusagen noch Konstruktionen an der Brücke, die dem Bau dienten. Und da hatten sich Falken eingenistet und eben gebrütet. Da waren auch mehrere Jungtiere drin. Da haben wir in Abstimmung mit dem Netzbetrieb festgelegt, dass wir hier Kästen anbringen. War auch auf Kosten der Bahn sozusagen gemacht worden, um eben den Falken hier dauerhaften Nistplatz zu bieten. Wichtig ist auch der Lärmschutz. Die sogenannten Haubenbauwerke sind an den Tunneln angebracht, die länger als 4 Kilometer sind. Demzufolge muss man hier Vorkehrungen treffen gegen den sogenannten Tunnelknall. Der entsteht dadurch, dass praktisch der schnell fahrende Zug im Tunnel die Luft vor sich zusammendrückt und vor sich her schiebt. Und wenn dann der Luftschwall sozusagen am Tunnelmund ankommt und sich dort quasi ausdehnen kann, gibt es eben den sogenannten Tunnelknall. Und um das zu verhindern, ist dieses Bauwerk davor gesetzt worden, was praktisch durch diese seitlichen Öffnungen diesen Tunnelknall vermindert oder ganz und gar ausschließt. Lärmschutzwände sind so angelegt, dass überall an der Strecke die gesetzlich zulässigen Lärmpegel eingehalten werden. Rund 100 Kilometer sind es an der gesamten VDE 8 zwischen Berlin und Nürnberg, so der Umweltchef der Deutschen Bahn. Die VDE 8 ist die mit Abstand das größte Umweltschutzprojekt, das die Deutsche Bahn umsetzt. Ich glaube, das ganze Portfolio, der Blumenstrauß an Maßnahmen, die wir gemacht haben, macht es aus. Unzählige Biotope sind entstanden. Im Saale-Unstruttal weiden Schafe, um Orchideenwiesen zu pflegen. Und 4000 Hektar Fläche sind in Ersatzmaßnahmen und Pflanzungen genutzt worden. Die Saale-Elster-Talbrücke verläuft sozusagen aufgeständert durch die Aue. Sie ist in Vorkopfbauweise errichtet worden, um den Talgrund zu schonen. 3 Monate ruhten in der Zeit der Vogelbrüte die Bauarbeiten. Teile des Mains sind renaturiert und mit Biotopen neu modelliert worden. Also die Highlights im Projekt waren schon diese großflächigen Landschaftsumgestaltungen, wie wir sie in der Flutmulde gemacht haben, Flutmulde Maintal und eben auch Mainschleife Ebing am Main lang, weil einfach aufgrund der Dimension und aufgrund der vielfältigen neuen Flächen und neuen Biotope, die damit entstehen und das war schon sehr eindrucksvoll. Die nach ökologischen Gesichtspunkten gebaute Strecke durch den Thüringer Wald wird im Dezember eröffnet. Sie kann dann viele Fahrgäste von Flugzeug und Auto in die umweltfreundliche Bahn locken. Wir planen ja auf rund 3,6 Millionen Passagiere zu kommen. Das wird übrigens nicht nur eine deutliche Entlastung für das Klima sein, sondern auch für die Straße. Rund 200 Millionen Euro für Tiere, Pflanzen und Landschaft. Mit dem schonenden Aus- und Neubau der VDE 8 zwischen Nürnberg und Berlin wachsen nun Umwelt und Wirtschaft zusammen.